Bevor es mit dem zweiten DJ weitergeht, gibt es einen kleinen Redebeitrag wieder. Und ich möchte gerne vorstellen, Tobias Trommer, von Beruf Posaunist und Posaunenlehrer. Er kämpft schon seit 12 Jahren gegen die Verlängerung der 100. Ist Initiator unseres Aktionsbündnisses A100 Stoppen. Und als wenn das nicht genug wäre, engagiert er sich im Initiativen-Netzwerk Ostkreuz. Bitte schön, Tobias. Ja, vielen Dank, Heidi. Ja, wir vom Aktionsbündnis 100 Stoppen kämpfen gegen die Verlängerung der Stadtautobahn 100 nach Treptow, Friedrichshain und Lichtenberg. Hier, wo wir jetzt stehen, wäre dann eine Autobahn. Eigentlich ist die Elsenbrücke direkt hinter uns ein magischer Ort, von dem man traumhafte Sonnenuntergänge bewundern kann. Eigentlich. Beim Bauende der 60er Jahre hat man jedoch nur an den Autoverkehr gedacht. Radfahrer und Fußgänger sind an den Rand gedrängt. Es ist ein Ort, von dem man schnell wieder runter möchte und wo man seine Kinder lieber nicht aus den Augen lässt. Statt die Kieze zu verbinden, wirkt die Brücke für alle ohne Auto, und das sind in Berlin ca. 2/3 der Bevölkerung, wie eine Barriere. Auf der Treptower Seite gibt es einen Weg unter der Brücke, aber das ist gerade nachts ein richtiger Angstweg. Da trauen sich viele gar nicht entlang. Und auf der Friedrichshainer Seite ist der Fußweg nicht durchgängig. Da fehlen schon seit vielen Jahren so ungefähr 20 Meter. Die Brücke sieht zwar schick aus, ist aber so marode, dass sie vor 10 Jahren komplett saniert werden musste. Und nun ist sie immer noch marode oder wieder marode, und nun muss sie komplett abgerissen werden und wieder neu aufgebaut werden. Der Neubau der Brücke ist die Chance, die Fehler der autogerechten Brücke zu korrigieren. Wir fordern eine Elsenbrücke als Spreebalkon für alle. Eine Brücke, die genügend einladenden Raum für Fußgänger, Radfahrer und Sonnenuntergangsanbieter bietet und die umliegenden Kieze in allen Richtungen verbindet. Eine Brücke, auf der sich Kinder gefahrlos aufhalten können, und eine ökologisch gestaltete, begrünte Brücke. Aufenthaltsqualität statt Autobahnwahn. A100 stoppen. Lasst uns gemeinsam gegen den Ausbau der Stadtautobahn 100 aktiv werden. Addet uns bei Facebook und Twitter, oder noch besser, kommt zu unseren Treffen und werdet Teil unseres Teams. Und macht bei den nächsten Aktionen mit. Infos dazu auf unserer Webseite www.100stoppen.de. Und nun wieder unser Schlachtruf: Hopp, 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 100 Stopp! Hopp, 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 100 Stopp! Ja, vielen Dank. Und jetzt freue ich mich, dass der nächste DJ bei uns spielt. Das ist Sebastian Vogt. Er ist Resident DJ in der Renate und der Else. Also im Prinzip ein Heimspiel, Booker und Produzent. Und sein Motto ist: keine Autobahn über die Elsenbrücke. Lieber Kultur und Kiez erhalten. Bitte schön, Sebastian.